Ja, hallo Leute, in diesem Video seht ihr das Review zu diesem Ding hier. Was habe ich heute für euch? Sieht aus wie ein iPhone 4. Der Name iPhone 4 ist auch im Produktnamen von dem Ding hier. Aber es ist nur ein Dummy. Genau, ich habe von BJ Gadgets ein Dummy zum Testen gekriegt. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wozu brauche ich den? Da ich ja Case Reviews mache und in nächster Zeit auch noch ein paar kommen werden, habe ich mir gedacht, was ist für die Leute, die kein iPhone 4S haben, sondern nur ein iPhone 4? Oder was ist mit den Leuten, die ein iPhone 4, 4S in schwarz haben und nicht in weiß wie ich? Ich kann euch nämlich nur die Cases an einem weißen 4S zeigen. Hier habe ich ein schwarzes 4er. Das heißt, ich kann euch jetzt alle möglichen Cases, egal ob Bumper, Silikon Case oder so hier TPU Cases, kann ich euch jetzt von der Sicht aus von einem weißen iPhone 4S und einem schwarzen iPhone 4 zeigen. Das war jetzt so mein Gedanke hinter dem hier. Es ist auch 1:1 gleich bei den Maßen hier von dem originalen iPhone 4. Man merkt halt, dass es ein Dummy ist, aber es geht ja nur ums Aussehen. Was ich wirklich sehr cool gemacht finde, ist bei dem, ihr könnt die Knöpfe echt drücken. Ihr könnt auch hier den Lautlos-Switch wirklich umschalten. Bringt zwar nichts, aber ist cool. Ihr habt hier einen SIM-Karten-Slot, wie auch am echten. Was halt ein bisschen komisch ist, dass hier die Antenne ein bisschen weiter unten ist. Aber überall. Außer oben passt's. Und ja, von hinten kann man eigentlich fast gar nicht sehen, welches das Fake-Teil ist. Oder erkennt ihr hier jetzt, was das Fake-Teil ist und was das echte Teil ist? Ich muss auch erstmal nachschauen, also schreibt mir mal in die Kommentare, welches ihr hier als Fake seht. Hier haben wir den Homescreen, da ist auch so ein Bild drin. Sieht jetzt nicht so iPhone-like aus, aber ist okay. Den Home-Button könnt ihr auch drücken. Und vom Gewicht her kommt es wirklich sehr nah an das echte ran. Es sieht gut aus, es kommt nah ans Original ran. Ich finde sehr gut, dass die Knöpfe drückbar sind, dass man sie wirklich bedienen kann. Und das Gewicht finde ich auch okay. Kommen wir zu den negativen Punkten. Das Ganze ist sehr billig verarbeitet. Das Ganze geht hier schon auf, an allen Seiten. Man merkt auch, dass es wirklich ein Dummy ist, man hört es knarzen. Aber alles in allem, für den Preis kann man echt nicht meckern, denn das Teil ist wirklich super billig. Muss ich jetzt nur nochmal genau schauen, was das Teil kostet. Hier haben wir die Produktseite. Das Ding kostet $6,26. In Euro umgerechnet zum Zeitpunkt des Videos sind es €4,85. Ist natürlich wirklich super billig, wie ich finde. Und lohnt sich für jeden, entweder der auch Case Reviews macht oder der einfach nur ein iPhone 4 Dummy in seiner Sammlung haben will. Link dazu habe ich in der Beschreibung. Das Ganze gibt es auch nochmal in Weiß. Falls ihr das Ganze in Weiß haben wollt, kostet genauso viel. Und ja, Link zur Webseite ist unten in der Beschreibung. Link zu dem schwarzen iPhone Dummy, Link zum weißen iPhone Dummy. Und ich habe auch einen Gutscheincode, blende ich hier ein. Steht auch nochmal unten in der Beschreibung. Ist TouchBenny YouTube. Spart euch auch nochmal was. Ist zwar nicht viel, aber überhaupt was ist auch mal cool. Und dann war es eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch wirklich mal hier täuschen, dass es hier auch wirklich echt aussehende iPhones gibt, die nicht echt sind. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Folgt mir auf Twitter, falls ihr das noch nicht tut.
Like meine neue Facebook-Page. Habe ich jetzt auch endlich eine. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.